Hallo ihr Lieben, hi, hola, om namah, shivaya. Ja, ich würde sagen, mein neues Video ist ein Energy Update fürs Kollektiv Weibliche. Ja, für die mich immer noch nicht kennen, mein Name ist Andrea Mahea und ich mache das, was ich mache, von Herzen gerne. Ich folge meinem Herzen und ich vertraue. Ich vertraue meiner Intuition und darum heute auch dieses Video fürs Kollektiv Weibliche. Ich werde gleich schauen, was sich zeigt im Kollektiv Weiblichen, was sich energetisch verändert hat oder was energetisch gerade im Kollektiv Weiblichen geschieht. Ja, also ich kann ja immer nur berichten von meinen eigenen Erfahrungen, von Erfahrungen mit Freunden, Klienten und vielen Menschen in der Seelenfamilie, mit denen ich sehr verbunden bin. Und ja, jetzt doch auch seit heute sehr aktiv, ich da eine Energie fühle, wahrnehme, auch durch mich, durch die vielen Gespräche und ich darum jetzt hier sitze. Also ich möchte jetzt ein Energieupdate für das göttlich-weibliche Kollektiv, für Dualseelen, Zwillingsflammen und Seelenpaare gleich channeln, für euch, für uns, für mich. Und ja, ich lasse mich da wirklich leiden. Die meisten, die wissen, dass ich sehr viel mit meinem Hund und hier in der Natur unterwegs bin, in meinem Ländle, in meiner Umgebung. Und ja, für mich gehört das schon wie mit dazu. Ich bin hier hochgelaufen und ich habe einen Platz gesucht, ja, und es hat viele schöne Plätze jetzt auf meinem Weg gehabt und es musste aber dieser sein. Also, Entschuldigung, also der Platz, wo ich jetzt sitze, ist auf dem Berg ganz oben. Und es ist wie ein, also ich bin hier hoch und ich habe von hier oben eine Rundumsicht. Also es geht hier um die Sicht. Ich habe eine andere Sicht auf die Dinge. Ich kann wie auf die Dinge, die um mich herum geschehen, drauf sehen. Und das ist schon ein Teil dieses Channelings, um was es geht, gerade bei uns im Kollektiv Weiblichen. Wir sind angekommen auf einem Berg und wir machen kurzen Halt oder einen Zwischenstopp und wir haben eine neue Sichtweise oder wir bekommen einen Rundumblick und wir können wie auf die Dinge sehen. Wir bekommen einen neuen Blick und können schauen, was um uns herum geschieht. Ja, also das, was ich fühle und was ich auch höre,
aus der Seelengruppe, aus von den Klienten, von vielen, ist, dass es momentan Themen sind. Es sind Themen, die sehr mit dem ganzen System zu tun haben. Also ich sag mal berufliche Themen, Bürokratie, finanzielle Dinge, Befreiung auch auf der materiellen Seite. Das sind so gerade die Themen, die ich fühle und die sich gerade zeigen. Und darum jetzt heute das Update für euch, uns, für meine Seelengruppe, für die Menschen, die mit mir verbunden sind, die meine Videos schauen und für alle Dualseelen, Zwillingsflammen und Seelenpaare, fürs Kollektiv Weibliche. Gut, ich möchte jetzt, ich verbinde mich jetzt mit der geistigen Welt, dem Göttlichen, und bitte um Botschaft für das Kollektiv Weibliche. Ja, es ist wie wenn ich nach einer Anstrengung auf einem, ich bin wo angekommen, aber ich weiß, dass es nur wie ein Zwischenschritt ist. Oder ich weiß, dass da noch mehrere Schritte braucht, aber ich bin wie auf einem, ja, Plateau, würde ich sagen. Gerade ziemlich gut bei mir, und ja, das ist auch ein Gefühl von, ich darf bei mir bleiben, ich darf mich gut um mich kümmern, ja, und das, was ich jetzt zeige, darf ich ganz in Ruhe, Achtsamkeit mit mir, Vertrauen mit mir, Vertrauen auch aufs Göttliche oder das Göttliche durch mich, dass das auch wie geschehen darf. Also ich fühle zwar im Außen sehr viel Unruhe, Umbruch, Aufbruch, Wegbruch, sei es durch Job, durch Wohnung, zu viele Dinge, wo wegbrechen oder sich wie wandeln, also wandeln, dass das, was jetzt geschieht, dass ich weiß, dass das geschehen darf und sogar geschehen soll, und es zeigt sich aber noch nichts im Außen. Im Außen ist noch wie, mein Verstand würde sagen, keine Ahnung. Aber da drinnen weiß ich, weil ich da, wo ich jetzt bin, das ist wie ein Gefühl der inneren Arbeit. Also die Dinge, die ich gelernt und verlernt habe und alles, was dazu gehört, das hat mich dahin gebracht. Und ich weiß, tiefes Wissen, dass ich wie nicht mehr zurückrutschen kann. Also das, was da ist, das ist da. Und von da aus, auch wenn es im Außen hektisch ist,
kann ich an diesen inneren Platz in mir gehen und in Ruhe und im Vertrauen die Dinge neu betrachten. Betrachten und auch wie geschehen lassen. Vertrauen, ja, es ist eine innere, starke Anbindung, das Göttliche, und ich weiß, dass es geführt ist. Also auch das, was momentan geschieht, ist göttlich geführt. Und mein Fokus ist gerade sehr bei mir. Also ich fühle zwar diese unheimliche Liebe zu meinem Herzmenschen, die ist tiefer denn je. Aber ich kann sie gerade wie, ich weiß einfach, sie ist da, weil sie ist in mir da. Und dass das, was jetzt gerade geschieht, ganz wichtige Schritte für mich, für uns, durch uns sind. Also es geht wirklich gerade um Befreiung. Befreiung in finanziellen, in ganz vielen Bürokratie, System, Job, Versicherung, alles was Geldthemen sind. Also mich aus diesem Konstrukt wie langsam zu entwirren, also diese Verstrickungen, das System, wo uns wie eingebunden, verbunden, verstrickt, zäh, also das ist wie eine zähe Masse, und ich habe eine ganz neue Sicht, also und ich kann und bin dabei, in mir diese Themen, Verstrickungen, Verbindungen, alte, wie zu lösen. Also das geht auch wieder Schicht um Schicht, und das ist jetzt dran. Also das ist jetzt dran. Und es ist auch gut so. Weil ich weiß oder ich fühle hier drin schon, also es ist wie wenn ich da vorne mit der Nase schon die Freiheit rieche. Ja, ich rieche sie so schon. Also die ist schon, und das führt mich auch. Und da gilt es jetzt durchzugehen. Ja. Wow. Wow. Ja, die Sonne strahlt hier. Die Sonne strahlt. Unsere Sonne strahlt. Sie strahlt immer heller. Wir strahlen immer heller und wir erkennen, wir sehen, wir fühlen, wir durchschauen das ganze Spiel, die Masken, und wir befreien uns Schritt für Schritt, ja, es geht Schicht für Schicht, und das fühlt sich total schön an, und scheinbar ist jetzt das ein Schritt gerade im Kollektiv Weiblichen, wo wichtig ist für uns. Und ja, wir dürfen vertrauen. Es ist ein göttlich geführter Prozess, meine Lieben. Vertraut. Vertraut euch, vertraut dem Göttlichen, vertraut euch, den Herzmenschen.
Ja. Gut. Jetzt. Ich sage schon mal danke. Danke euch allen da draußen. Die meisten, die kenne ich, mit den meisten bin ich verbunden. Und ja, habe ich auch viel Privatkontakt. Wir geben einander und die Seelenfamilie wird immer größer und das ist schön. Ja, wir geben einander und das hat einfach eine Schönheit und Dankbarkeit. Es lässt uns demütig bleiben auf unserem Weg. Gut, ihr dürft mir ein Like geben, ihr dürft mir einen Kommentar schreiben, ihr dürft meinen Kanal abonnieren, ihr dürft, ihr seid frei. Ja, ihr seid freie Wesen, Lichtwesen, ewige Wesen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganzen wundervollen Nachmittag. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz da hinten. Schaut mal, wie schön hier. Das ist hier Bregenz und Lindau. Das ist die österreichische und deutsche Seite. Und ich sitze hier auf der Schweizer Seite. Ja, und schaut mal, das ist jetzt auch ein Dreieck. Also das Göttliche, die göttliche Barverbindung. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Genießt eure Zeit mit euch, fühlt euch umarmt und Namaste, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video oder was auch immer von mir. Bye bye. Tschüss. Ciao, ciao. Adios.